Leute, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt vielleicht dieses kleine Mini-Video gesehen und ich habe ein bisschen rumexperimentiert mit der Insta 360 Go 2 und der Insta 360 One RS mit der 360-Grad-Linse. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, was man damit so machen kann, alternativ zu dem Chest Mount, weil, wie wir alle schon wissen, ist für die meisten Leute von uns oder die so Mountainbike-Videos machen und YouTube vor allen Dingen, das Chest Mount die Hauptperspektive oder so die interessanteste. Und da sind die zwei Kameras nicht so gut wie die GoPro. Allerdings können die ein paar andere Sachen. Und wir starten einfach mal mit diesem Helm-Ding auf der Insta 360 One RS. Und ja, das ist auf jeden Fall eine mega coole Perspektive. Ich tat mich ein bisschen schwer damit zu fahren. Das muss man mit Sicherheit noch ein bisschen optimieren, aber ich wollte es einfach unbedingt mal ausprobieren. Ihr habt das vielleicht mal gesehen bei Louis Gerstner zum Beispiel. Der hat dieses Video da in Leogang gemacht und das ist einfach episch. Ich blende euch das ganz kurz ein. Und das ist einfach ein mega Video. Ich glaube, er hat die Kamera weiter vorne gehabt am Helm, konnte deswegen auch besser fahren damit als ich. Und natürlich fährt er allgemein einfach viel krasser als ich. Aber das ist ja eine andere Sache. Aber ja, man kann auf jeden Fall ein paar coole Sachen damit machen. Ich habe das einfach jetzt so unter dem Schirm hergetan und dann 360-Grad-Modus. Wichtig ist, dass man immer diesen Selfie-Stick genau hier positioniert, sodass der den Selfie-Stick praktisch wegretuschiert oder mit Daten ersetzt. Es ist genau da, wo die beiden Linsen dann die Schnittstelle haben und dann sieht man diesen Safety-Stick halt nicht. Einfach eine richtig coole Perspektive. Auch hier als Chest-Mount benutzt die Michi ja sehr, sehr oft, weil man einfach als kleiner Mensch ja nicht so einen großen View hat und sonst immer bei der GoPro man nur den Vorbau sieht und die Griffe halt nicht so richtig. Dafür ist die Insta 360 One RS auch ziemlich gut geeignet. Allerdings, wie ich finde, für YouTube nicht ganz so, weil sie einfach dann am Export nur noch Full HD übrig hat. Kommen wir zur Perspektive Nummer 2 mit der Go 2. Das ist auch ein Ausschnitt, den ich bei Fabio Wippmer in einem Video gesehen habe. Und ich habe den ja mal schon auf Instagram gepostet. Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal, wie ich das gemacht habe. Und zwar ist es einfach mit diesem Ding, was man überall drauf kleben kann bei der Go 2. Es hält tatsächlich wirklich überall. Man muss allerdings dieses Ding immer sauber halten und zwischendurch abwaschen, damit es ja, schön clean bleibt. Wichtig ist zu sagen, dass die Go 2 auch nur 2,7K filmt. Deswegen für Instagram beide Kameras super gut geeignet, aber wie ich finde für YouTube nicht ganz so gut. Man muss da schon noch ordentlich was am Grading machen und so weiter, damit das irgendwie cool aussieht. Aber es sind zwei Perspektiven, die einfach ja, mal ein bisschen abwechslungsreicher sind. Die Go 2 einfach ans Unterrohr geklatscht und ein bisschen ausgerichtet, ein bisschen rumgespielt. Und theoretisch könntet ihr die ja überall ans Fahrrad klemmen. Würde mich allerdings nicht damit trauen, über jeden Trail zu fahren. Und das gilt für die Variante mit der Go 2, weil ich einfach Angst hätte, die Kamera zu verlieren, wenn ich auf einem ewig langen Trail bin. Und bei der One RS mit der Perspektive, wenn da irgendwo Bäume im Weg sind und so weiter, würde ich diese Perspektive auch nicht ausprobieren. Und es ist auch bestimmt nicht ganz ungefährlich, damit zu fahren. Deswegen habe ich das auf einem offenen, weiten Feld im Bikepark geübt und auf einer Mini-Jumpline. Ich glaube, ich werde diese Perspektive noch ein paar Mal ausprobieren, um da einfach mal ja, so ein paar Neuigkeiten, ja, so ein paar neue Perspektiven auszuprobieren und das mal ein bisschen besser auszutüfteln. Ich habe ja gesagt,
Ich werde die Kameras noch so ein bisschen am Prüfstand stellen und auch hier mit dem Ton wird noch ein Video folgen. Ich dachte aber einfach mal, komm, das ist interessant. Ich zeige euch mal, wie die Perspektiven so funktionieren und dann könnt ihr die, falls ihr die Kameras habt, selber ausprobieren. Das funktioniert übrigens auch mit jeder anderen 360-Grad-Kamera, was ich mit der One RS gemacht habe. Ich hoffe, das kleine, kurze Video hat euch gefallen und war ein bisschen informativ für euch. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.